Seit über 30 Jahren entwickeln wir bei Swing jetzt Gleitschirme. Dass wir das mit Innovation und Leidenschaft machen, sieht man allein daran, dass wir immer wieder neue Ideen einbringen. Das jüngste Mitglied der Produktfamilie ist jetzt der Arkus RS2, der sicher wieder lückenlos an die Erfolgsgeschichte des Arkus anschließt. Den Schirm werden euch jetzt Lars und Philipp näher vorstellen. Neues fliegerisches Niveau zu erreichen, ohne sich dabei zu überfordern, das war das Ziel bei der Entwicklung des Arkus 2RS. Aus diesem Grund haben wir uns für den Slogan Experience Your Next Level entschieden. Der Arkus 2RS richtet sich an anspruchsvolle Gleitschirmflieger, die sich im Mid-Level-B-Segment am wohlsten fühlen. Der Gleitschirm ist in unserem Produktportfolio positioniert zwischen dem Miura RS und dem Neos RS. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat der Arkus 2RS deutlich mehr Zellen, mehr Streckung und eine andere Leinengeometrie. Die ist abgeleitet im Kern von seinem, ich sag mal, großen Bruder, dem Neos RS aus dem High-B-Segment. Ziel bei der Entwicklung war, dir dabei zu helfen, ein neues fliegerisches Niveau zu erreichen, ohne dabei zu überfordern. Aus diesem Grund ist natürlich auch der Arkus 2RS mit unserem patentierten Rastsystem ausgestattet. Und Rast steht für maximale Kontrolle in jeder Situation. Das Rast ist eine Zwischenwand, in diesem Fall beim Arkus 2RS, mit Ventilen am Ober- und Untersegel, die den Schirm in zwei Sektionen unterteilt. Den hinteren Bereich, die Core-Sektion, die auch bei Klappern in der Regel stehen bleibt. Die vordere Sektion, Buffer-Sektion, diese dient dazu, dass der Schirm klappen kann. Das heißt, auch Energien aufnehmen kann, wenn wir in Turbulenzen sind. Aber dieser Bereich füllt sehr schnell wieder. Beim Arkus 2RS haben wir einen Materialmix gewählt, der für uns ein Optimum aus Haltbarkeit und Gewichtsreduktion darstellt. Wir haben im vorderen Bereich ein robustes 38 Gramm Material verbaut, während der Rest des Schirmes aus einem leichten 32 Gramm Tuch gefertigt ist. Damit der Pilot möglichst lange Freude an seinem Gerät hat, haben wir die hochbelasteten Teile im Innenleben zusätzlich umgeschlagen und vernäht, um Verzüge zu minimieren. Für die Nasenverstärkung haben wir Nitinol-Stäbchen in Kombination mit Silikonschläuchen. Beim Arkus RS war es noch einfaches Nylon. Nitinol hat den Vorteil, es ist sehr steif, aber dabei schlecht zu knicken. Das heißt, es ist sehr haltbar und in der Handhabung unkompliziert. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch den Silikonschlauch, der außen drumherum ist. Macht es nochmal steifer und erhöht uns einfach die Oberfläche und den Durchmesser des Materials und reduziert somit den Verschleiß durch Scheuern an der Nase. Für eine vereinfachte Handhabbarkeit beim Start haben wir die Bremsgriffe und die zugehörigen Stege farblich markiert. Wir hoffen, wir konnten dir den Arkus 2RS schon etwas näher bringen. Alle Details zu unserer Neuentwicklung findest du bei uns auf unserer Website www.swing.de. Dort findest du auch unsere Partnerflugschulen, wo es möglich ist, den Arkus Probe zu fliegen.